Der Asta-Gandhi-Fakultätenpreis ist natürlich für mich eine große Ehre, auch für die Hochschule. Gleichzeitig aber auch für uns Ansporn und Herausforderung, diesen Weg der Lehre, den wir beschreiten, auch weiter zu beschreiten und ja, weiter zu verbessern. Was ist neu an unseren Lehrveranstaltungen? Wir setzen das E-Learning gezielt ein, um Studierende zu motivieren oder auch um Wissen zeitgerecht zu transportieren. Sei das jetzt in einer online gestützten virtuellen Praktikumsvorbereitung oder im spielbasierten Lernen auf der ja, von uns so titulierten Insel der Phasen. Was ist eine Lerninsel bei uns? Wir haben die Vorlesungsinhalte in kleine Pakete gepackt, versehen jeweils mit kleinen Videosequenzen, mit Online-Lernmaterial wie Selbsttests. Und die Studierenden bewegen sich dann eben in Gruppen durch diese Insel durch, im virtuellen Raum und entdecken nach und nach die, ja, die einzelnen Geheimnisse der Insel oder die entsprechenden Lerninhalte. Die Studierenden merken im Beispiel des virtuellen Praktikums, dass sie besser mit dieser Vorbereitung in der Lage sind, das Praktikum durchzuführen, schneller fertig sind. Und ja, auch der Dozent hat dann eine bessere Möglichkeit, differenzierter auf die einzelnen Lern- und Leistungsgruppen einzugehen. Was sagen die Studierenden? Die Studierenden sind einerseits natürlich schon zeitlich sehr gefordert durch diese neuen Methoden, weil wir ihnen jetzt auch im Selbstlernen deutlich mehr abverlangen. Andererseits honorieren sie halt die Möglichkeit des zeit- und ortsunabhängigen Lernens, zum Beispiel durch Videos. Wie sieht es mit dem Kompetenzerwerb aus der Studierenden? Also um Kompetenzen zu erwerben, muss ich natürlich mich stark mit meinem Material, mit meinem Studium beschäftigen. Und wir bieten letzten Endes Anreize für Studierende für das Selbststudium. Das heißt, sich wirklich intensiver mit dem Lernstoff zu beschäftigen und damit natürlich langfristig auch das Wissen und auch die Kompetenzen besser zu verankern. Wie hilft unsere Methode dabei? Ich denke dahingehend, dass wir die Präsenzveranstaltungen stärker nutzen können, um einfach die Anwendung des Wissens in Form von Fallstudien, problembasierten Lernen, was auch immer, stärker in den Vordergrund zu rücken. Wie sieht die Zukunft der Lehre, wie sieht die Zukunft des Studiums aus? Das Wort studieren kommt ja aus dem Lateinischen studere, sich bemühen. Und ich denke, in diesem Kontext ist es wichtig, die Studierenden wieder an diese Bemühungen heranzuführen. Das heißt, auch eine Generation, die vielleicht gewissermaßen schon gesättigt ist, dass wir als Lehrende in dieser Generation wieder den Hunger entfachen. Und ja, wenn uns E-Learning, wenn uns verschiedene Methoden hier behilflich dabei sein können, dann seien sie uns natürlich in der Lehre herzlich willkommen.